Danke, Hubertus. Meine Damen und Herren, Flexibilität und Elektrifizierung. So lassen sich unsere Ziele im Antriebsbereich zusammenfassen. Das Ergebnis: Ab jetzt zahlt jedes neue Modell von Mercedes-Benz auf unsere EQ-Strategie ein. Das fängt beim Verbrennungsmotor an. Als einziger Hersteller bieten wir die 48-Volt-Technologie in Verbindung mit einem integrierten Startergenerator. Damit kann unser neuer Sechszylinder-Benziner rekuperieren, segeln und boosten. Früher gab es das nur bei Hochvolt-Hybriden. Was erreichen wir durch diese konsequente Elektrifizierung? Deutlich mehr Leistung bei deutlich weniger Verbrauch. Die 48-Volt-Technologie werden wir noch in diesem Jahr auch in unserem neuen Vierzylinder-Benziner anbieten. Die nächste Stufe zünden wir mit der neuen Generation unserer Plug-in-Hybride. Demnächst erstmal auch als Diesel. Und kommendes Jahr stellen wir den EQC vor. Unser erstes rein batteriebetriebenes EQ-Serienmodell. Sie sehen, wir entwickeln passgenaue Elektrifizierung für verschiedenste Anforderungen. Dafür optimieren wir unser E-Mobility-Baukasten ganz gezielt. Dazu gehört auch die Brennstoffzelle. Sie bietet auch zusätzliche Möglichkeiten, zum Beispiel für Busse oder andere große Nutzfahrzeuge. Wie ein perfekter Brennstoffzellen-Pkw aussehen kann, zeigen wir Ihnen jetzt. Hier kommt der Mercedes-Benz GLC F-Cell. Meine Damen und Herren, die Vorteile der Brennstoffzelle sind bestechend. Hohe Reichweiten, kurze Tankzeiten und aus dem Auspuff kommt nur Wasser. Für uns steht fest, diese Technologie hat Zukunft. Und zwar überall dort, wo die passende Infrastruktur steht. Im Vergleich zur Vorgängertechnik ist unser neues Brennstoffzellenmodul deutlich kleiner und trotzdem leistungsfähiger. Und mit diesem Vorserienmodell zeigen wir den ersten Brennstoffzellen-Plug-in-Hybrid der Welt. Allein mit dem Wasserstoff kommt das Auto deutlich über 400 Kilometer weit und zusätzlich ermöglicht die Batterie einen Reichweitenplus von bis zu 50 Kilometern. Der GLC F-Cell zeigt, wie alltagstauglich die Kombination von Batterie und Brennstoffzelle ist. Jetzt kommen wir zu meinem anderen Thema. Für den etwas anderen Alltag ist unser nächstes EQ-Modell bestens geeignet. Das erste Formel-1-Auto mit Straßenzulassung. Keine Bange, das hier ist es nicht. Dieses Modellauto steht bei mir im Büro. Es erinnert mich an eine Phase, in der ich viel über den absoluten Willen zur Bestleistung gelernt habe. Meine Zeit bei Mercedes AMG High Performance Powertrains in Brixworth, was hat dieses
Team drauf. Das hat damals Lewis Hamiltons erster Weltmeistertitel in 2008 gezeigt. Wir wollen immer auf Sieg fahren. Daran hat sich seither nichts geändert. Im Gegenteil, in den vergangenen 3 Jahren gab es 3 WM-Titel in Folge für Mercedes. Anders gesagt, unser AMG-Team in Affalterbach, unsere Formel-1-Kollegen in Brackley und die Truppe in Brixworth sind die besten Performance-Spezialisten der Welt. Diese geballte Erfahrung steckt in unserem neuen Hypercar. Und allein bei den technischen Details zuckt bei vielen hier im Raum vermutlich schon der rechte Fuß. Den 1,6 Liter V6 Turbo haben wir direkt aus der Formel 1 übernommen. Die beiden Elektromotoren an Turbolader und an der Kurbelwelle kommen ebenfalls aus unseren Renntriebwerken. An der Vorderachse gibt es 2 zusätzliche Elektromotoren. Stichwort variabler Allradantrieb und Torque Vectoring. Die Batteriekapazität haben wir deutlich erhöht. Bis zu 25 Kilometer schafft unser Spitzensportler rein elektrisch. Kurz, hier wird EQ Power zu Superpower. Wir nennen das EQ Power Plus. Und wie fühlt sich das an? Wie der Sprung in den Hyperspace. Nur ein paar Zahlen. Der Motor schafft bis zu 11.000 Umdrehungen. Die Systemleistung beträgt mehr als 1.000 PS und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 350 km/h. Das hier ist die ultimative Fahrmaschine und natürlich das perfekte Geschenk zum 50. Geburtstag von AMG. Auch die Verpackung passt. Beim Design gibt es kein Detail ohne Funktion. So sieht die Zukunft von Driving Performance bei AMG aus. Meine Damen und Herren, sehen Sie selbst.